Alles gelb und braun vertrocknet diesen Sommer. Es ist so heiß, in der Sonne kann man es kaum aushalten. Im Wald kann man aufatmen, hier ist es immer ein paar Grad kühler. Und dann, mitten im Wald, Springbrunnen. Wie kann das sein? Gestern hat es zum ersten Mal seit Wochen ein bisschen geregnet, aber viel zu wenig. Wo kommt das Wasser her? So viel. Wieso sprudelt es hier so kräftig? Das ist die Paulinenquelle. Da haben wir früher unser Wasser hergekriegt. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute geht's um Wasser. Ich will wissen, was es auf sich hat mit diesem Springbrunnen da mitten im Wald und auch mit der Paulinenquelle und um Wasser überhaupt, mit dem Trinkwasser. Und ich habe einen Termin im Wasserwerk. Mein Weg zu den Stadtwerken Marsberg führt am Fluss entlang, an der Diemel, durchs Eichenwäldchen. Wer früher mit seinem Freund ins Eichenwäldchen ging, der war so gut wie verlobt. Also wir nicht mehr, eher die Generation meiner Eltern und Großeltern. Ich weiß nur, früher, da gab es am Fluss so Stege über dem Wasser. Da haben die Frauen Wäsche gewaschen, im Fluss. Die Laken und großen Betttücher wurden dann zur Bleiche auf den Wiesen ausgebreitet. Leinen kriegt leicht Stockflecken, also es schimmelt. Die Sonne trocknet und desinfiziert mit UV-Bestrahlung. Jetzt ist da eine Minigolfanlage. Das Bleichhaus ist ein Café. Von hier an, flussabwärts, durften wir als Kinder nicht mehr mit den Füßen ins Wasser. Hat auch gestunken. Hier war früher der Schlachthof. Die Diemel ist wieder sauber. Ein schöner Fluss mit natürlichem Lauf. Vor allem im Oberlauf kann sie richtig wild werden. Es gibt dort eine Talsperre. Früher, als es noch Schnee gab im Winter, war die Talsperre im Frühjahr immer so voll, dass das Wasser abgelassen werden musste. Dann kamen von überall her die KanufahrerInnen zum Wildwasserfahren. Papierfabriken brauchen viel Wasser. Es gibt eine, oberhalb, die Weper, ein europaweit tätiger Familienbetrieb. Irgendjemand hat mir mal erzählt, Mitarbeiter der Papierfabrik, die auch Angler waren, hätten sich dafür eingesetzt, dass die Weper eine biologische Kläranlage baute. Im Marsberger Anglerverein kann man mir das allerdings nicht bestätigen. Aber die haben eigenes Wasserrecht. Sie nehmen Wasser aus der Diemel, reinigen das über eine eigene Kläranlage, genau, und geben der Diemel auch Wasser zurück. Ja. Das ist aber begrenzt. Das hängt davon ab, wie viel Wasser die Diemeltalsperre abfließt. Okay. Wenn, so wie jetzt ist im Moment sehr trocken, ja, ne, sieht man ja. Wenn die Diemeltalsperre zu sehr eindrosselt, muss auch die Papierfabrik eindrosseln. Das ist miteinander verbunden. Herr Frerichs, Betriebsleiter der Stadtwerke, und Herr Siebrecht, stellvertretender Betriebsleiter, haben sich Zeit genommen für ein Interview. Herr Frerichs begrüßt mich. Sie haben aber schönes Wetter mitgebracht. Er meint damit den Regen vor ein paar Tagen. Und unser Erntewetter ist Herbst und Winter. Also wir ernten dort zwischen Oktober und März. Das Problem im Moment ist, entweder es regnet gar nicht, ja, oder wenn es regnet, regnet es so heftig, dass alles abgeht an Wasser, mit Erdreich verbunden, ja, dem Gewässer zu und nichts im Grundwasser landet. Genau. Wir selber haben hier jetzt die letzten Jahre noch keine großen Wasserpegelabsenkungen feststellen müssen, weil wir im Bereich Fassbeck oben unser Wasser gewinnen. Ja. Und das ist, Fassbeck ist ein relativ regensichere, sicheres Gebiet. Und da sind Quellen oder wie? Da sind das? Brunnen. Da sind Brunnen. Da sind Brunnen. Die sind so zwischen 60 und 80 Meter tief, mhm, und die versorgen das komplette Stadtgebiet der Stadt Marsberg. Herr Frerichs fährt mit mir und einer Auszubildenden zu dem Ort, wo das Wasser herkommt. Ich will hier keine Sendung mit der Maus machen, aber ich fand das alles so interessant, dass ich euch die wichtigsten Stationen zeigen will. Diese Pumpen fördern 160 Kubikmeter Wasser in der Stunde, etwa 3000 Kubikmeter am Tag, aus 112 Metern Tiefe. Es gibt hier eine starke, zuverlässige Wasserader. Dieser Brunnen, zusammen mit zwei weiteren in der Nähe, versorgt die Gemeinden Marsberg und Diemelsee mit Trinkwasser. Über die Landesgrenze hinweg teilen sie sich die Aufgaben. Das klappt gut, sagt Herr Frerichs. Wir fahren zum Hochbehälter. Hier wird das Wasser aus den Brunnen gesammelt und weitergeleitet an die Gemeinden und Dörfer und in die Wasserhähne. Von innen größer als von außen. Es geht in die Tiefe und nach oben zu den Trinkwasserbehältern. Das ist, als guckst du in eine Kirche. Zuerst verstehe ich gar nicht, was ich sehe. So klar ist das Wasser. Ah, da ist der Wasserspiegel. Das ist ja toll.
Das waren bei Ihnen aus dem Wasser angerufen. Nur in 2x1500 Kubikmeter, zusammen 3000. Und 3000 Kubikmeter ist auch die Tagesmenge, die die Marsberger verbrauchen. Das heißt, das Wasser soll nicht älter wie ein Tag sein. Das sind zwei getrennte Kammern. Ja. Mit Absicht macht man das mit zwei getrennten Kammern, dass man eine Kammer außer Betrieb nehmen kann, zum Beispiel aus Reinigungszwecken. Ja. Und trotzdem kann dann die andere Kammer gefüllt werden und die Versorgung sicherstellen. Falls Verkeimungen vorkommen, können wir das Wasser dann mit Chlor zusetzen, um es dann keimfrei zu kriegen. Aber normal kommt nichts rein. Nein. Nun ist ja ziemlich viel Landwirtschaft drumherum. Macht das dem Trinkwasser nichts aus, diesem Grundwasser? Jeder Brunnen löst ein Wasserschutzgebiet aus. Ja. Es ist einmal direkt um den Brunnen generell direkt. Da ist eigentlich jede Bodenbearbeitung verboten. Dann haben wir noch Schutzzone 2 und 3. Und zum Beispiel darf in Schutzzone 2 eigentlich keine Gülle aufgebracht werden. Ja. Und das ist der Grund, warum wir eine Biogasanlage betreiben. Wir fahren zur Biogasanlage. Das Fahrzeug mit Gülletank oder wenn er Mist bringt, mit Flachwagen, einmal hier gemessen. Ja. Wird das Gewicht gemessen. Ja, dann stellt sich der Landwirt hier hin, schließt den Schlauch dann an sein Güllefass. Das heißt, wir machen immer eine Mischung, der fährt hin, holt eine Ladung Mist, holt eine Ladung von der Ganzpflanzensilage, füllt die hier rein und dann wird es hier mit einer Schnecke in den Fermenter transportiert. Mist nimmt jetzt auch wieder zu, war eine Zeit lang so gut wenig, aber es wird jetzt wieder viel mehr auf Stroh gehalten. Ja, ja. Kommt fürs Tierwohl. Auch der Nicht-Bio-Landwirt stellt mittlerweile wieder auf Stroh. Das ist ein ganz klarer Trend. Noch in die beiden Behälter, wo dann das Gärsubstrat eingefüllt wird. Und dann wird der Behälter auf 70 Grad erhitzt. 70 Grad Temperatur und über eine Stunde sorgen dafür, dass das dann so weit keimfrei ist, dass der Landwirt das dann als Gärsubstrat wieder auf den Acker vorbringen kann. 70 Grad eine Stunde erhitzt worden ist, wird hier in den Endlager gepumpt. Ja. Wir brauchen die Endlager, weil wir von hier aus dann garantieren können, dass der Landwirt gezielt auf den Acker fährt. Okay. Wir brauchen das ja als Zwischenlager. Es gibt ja auch Zeiten, wo er nicht aufbringen darf. Ja. Ist sogar relativ voll. Ja. Hier sieht es flüssig aus. Hier haben wir die große Blase da. Das Gas wird verstromt, dabei entsteht Wärme. Und die Wärme nutzen wir, um diese 70 Grad für die Hygienisierung zu schaffen. Wir machen im Moment Werbung dafür, dass der Landwirt also eigentlich ein Dauergrünland hat, ja, mit einer Zwischenfrucht. Aha. Weil A, geht der Trend dazu, viel weniger den Boden zu bearbeiten, ja, damit sich ein ordentlicher Humus bildet. Ja. Und das Zweite ist, dass eigentlich der Boden immer bedeckt ist. Mhm. Je weniger muss ich Pflanzenschutzmittel einsetzen. Ich hatte immer so ein bisschen Vorurteile gegen Biogasanlagen, wegen Maisanbau für Biogas und so weiter. Aber jetzt verstehe ich, wieso die Biogasanlage so wichtig ist. Und was das mit der Paulinenquelle zu tun hat. Als ich Kind war, war der Wald immer voller Kinder. Sonntags ging man mit der ganzen Familie zur Paulinenquelle mit Streuselkuchen und Himbeersaft. Es gab auch Gastronomie, manchmal mit Tanzvergnügen. Von der Paulinenquelle, ja. Friedrichs Latte, gab es ja früher wegen landwirtschaftlicher Nutzung dort ja Nitratprobleme. Ja. Und auch von Weihnachtsbaumkulturen, weil die halt auch gespritzt wurden, gab es dann halt auch dieses Atrazin-Problem. Und da müssten wir die, weiß ich nicht, schon in 19 Jahren außer Betrieb nehmen. Aber durch die ganze Zeit jetzt, zwischenzeitlich sind ja über 20 Jahre vergangen, hat sich das also abgebaut. Wir haben also mal eine Probe genommen. Ja. Also vom Nitrat her ist das ja so kein Problem. Oh. Man könnte es wieder nutzen. Ja. Wäre das nicht besser, wenn das Wasser aus der Quelle aus dem Berg direkt bei der Stadt käme? Regionales Wasser sozusagen. Okay, Fassbeck ist bei einer Entfernung von 11 Kilometern immer noch regional. Trotzdem, man könnte Leitungen sparen und wäre unabhängiger. Herrn Frerichs fällt dazu noch was anderes ein. Die Paulinenquelle, die Sie ansprachen, ja, die war in der Vergangenheit auch zur Trinkwassernutzung. Und dann hat man sich aber entschlossen, weil es so aufwendig war, sie zu sanieren und auch das Wasserschutzgebiet da oben auszuweisen, dass man gesagt hat, man verzichtet auf die Paulinenquelle. Okay. Wir haben sie aber immer noch auf dem Schirm. Es gibt sie ja noch. Ja. Sie wirft ja noch Wasser ab.
Es war so besonders gutes Wasser. Besonders gutes, und wir sind noch überlegen, ob man sie vielleicht reaktiviert, weil man sich heute auch über die Wassernutzung Gedanken macht. Ja, ja, klar. Weil wir reden von Trinkwasser. Genau. Aber nur ein Bruchteil des Trinkwassers wird wirklich als Trinkwasser genutzt. Richtig. Viel braucht das Gewerbe, viel braucht die Industrie. Mhm. Wir selber brauchen viel im Haushalt. Und da muss man sich die Frage stellen, muss jedes Wasser Trinkwasserqualität haben? Wie schön, dass es in so lebenswichtigen Positionen heute Menschen gibt, die das Ganze im Blick haben. Auf meine Frage, was seine Vision für seine Arbeit ist, antwortet Herr Frerichs, die Gesellschaft dazu anzuhalten, einen respektvolleren Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen und eine bewusstere Nutzung dieser an den Tag zu legen. Dazu gehört natürlich auch, dass man schaut, was man am Ende zurücklässt und in die Natur zurückgibt. Wir fahren zur Kläranlage. Dies ist Herr Plücker. Er ist Elektromeister und Fachkraft für Abwassertechnik. Die Wasserwerker hier haben alle zwei Berufe. Geht durch die Rechenanlage, da werden die groben Stoffe erstmal, Klopapier und sonstige Sachen, was ausgefiltert. Dann geht das grob gereinigte Wasser in den Sandfall rein, das ist hier dieser Bereich. Dort sollen sich halt alle schweren Sachen, die Wasser ablagern. Jeden Tag einmal wird das Rollenschild abgelassen und wird das Fett bis hier hingezogen. Das ist jetzt Fett plus irgendwas anderes. Das ist das, die Abwasserleitung von der Brauerei, vom Western. Ja. In diesem Abwasser ist sehr viel Kohlenstoff drin, Alkohol. Aha. Und mit diesem Alkohol freuen sich unsere Bakterien. Wenn es da durch ist, geht es zur biologischen Reinigung. Zwei Belebungsbecken. Links sieht man jetzt halt die gelüftete Phase. Ja. Wo Sauerstoff mit beigegeben wird. Mhm. Und wo die Kaskaden hier, das Geschlängel ist, das ist die ungelüftete Phase. Hier geht das Abwasser von der Vorkehrwegmal direkt zur biologischen Lieferung. Ja. Dies ist das Wasser, was zum Diemel geht, zum Fluss. Und was passiert mit dem Schlamm? Die sieht man ja die Werte. Ich verwende jetzt gerade 50 Liter geht hier durch gerade eine Sekunde und hier durch diese Pumpe läuft 130 Liter, also knappe 200 Liter laufen hier durch die beiden Rohre gerade. Schlammkeller, Schlammschlamm überall dabei, also aus dem Fettfang, Überschussschlamm und Rohschlamm kommen hier dabei. Im Faulturm wird der Schlamm aus der Anlage und das Fett bei 37 Grad umgewandelt. Entstehen tut da Methan. Es ist ein Blockheizkraftwerk, das heißt, da wird einerseits Strom erzeugt und andererseits ein Zweidrittel Wärme. Und diese Wärme, die brauchen wir, um das Ding hier zu beheizen. Dieser Vorgang funktioniert nur, wenn das genau 37 Grad wird. Dieses ganze Wassersystem, die doppelte Anlage bei lebenswichtigen Funktionen, zwei Wasserbehälter, zwei Klärbecken, dann die Pumpen und die feinen Verästelungen der Leitungen bis in die Häuser, zum Schluss die Kläranlage, das ist wie ein großer Körper. Wenn da etwas reingerät, was da nicht hingehört, oder etwas weggenommen wird, was lebenswichtig ist, wenn die Kreisläufe stocken und nicht mehr im Kreis laufen, dann bricht alles zusammen. Unser Körper stirbt. Das große Ganze, die Kreisläufe der Erde, verändern sich und passen sich an. Kann schon mal passieren, dass dabei eine Art oder fast alle Arten aussterben. Ist schon öfter passiert. Bisher ging das Leben immer weiter. Vielleicht ist auch Neues entstanden. Nur in anderen Formen. Beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr als Mensch. Wisst ihr, was mein Lieblingsgetränk ist? Leitungswasser. Das billigste, am besten getestete und sauberste Getränk, was es gibt. Jedenfalls in Deutschland. Prost, bis zum nächsten Mal.